Freue ich mich, dass wir zu diesem Termin die Zeit alle gefunden haben. Herr und Frau Korn, schön, dass Sie da sind. Die Schulpsychologin Christina Timm hat die Schule und das Ehepaar Korn, die Eltern der Schülerin Alisa, zu einem Gespräch, einem runden Tisch, eingeladen. Die Klassenlehrerin Sarah Wessing hat bei der Schulpsychologin um Unterstützung gebeten, weil Alisa seit längerem einen Leistungsabfall zeigt. Die Bemühungen der Lehrerin und der Schulsozialarbeiterin führten bisher zu keinem Erfolg. In dem gemeinsamen Gespräch will die Schulpsychologin jetzt erörtern, welche Lösungsmöglichkeiten es geben kann. Woran erkennen Sie das? Dass sie lange braucht, bis sie Entscheidungen trifft oder auch sehr zögerlich ist, bis sie überhaupt sich meldet oder auch von alleine mit der Arbeit beginnt. Wir arbeiten häufig mit runden Tischen aus dem Grund, dass wir systemisch arbeiten wollen. Das heißt, dass wir das Schulsystem auf der einen Seite und das familiäre System auf der anderen Seite haben. Die Kinder sich in den beiden Systemen auch oftmals verschieden verhalten. Wir haben Großgruppen und Kleingruppen. Wir wollen die Beziehung stärken zwischen Familie und Schule und halt dann gemeinsam immer den Fokus auf das Kind lenkend schauen, wie können beide Systeme gut im Einklang unterstützen. Und da helfen mehr die gemeinsamen Gespräche, auch der gemeinsame Auftrag beider Systeme, als Einzelgespräche. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch Einzelgespräche führen, gerade in Konfliktfällen, wo es vielleicht nicht so harmoniert zwischen Schule und Eltern. Dass man dann schaut, wie baut man die Beziehung wieder auf. Meine Erwartungen für das Gespräch mit der Schulpsychologin waren die, dass sie zum einen als neutrale Person das gut leiten kann, Informationen bündeln kann und auch verschiedene Perspektiven öffnet. Ich fand es jetzt total hilfreich, die Schulpsychologie auch noch mit dabei zu haben, einfach weil man da nochmal so die Moderation auch abgeben konnte und verschiedene Dinge angesprochen werden konnten, ohne dass irgendwie eine Partei sich angegriffen fühlt oder nicht, sondern einfach, dass alle ihre Belange so vorbringen konnten und man eben dann im Sinne des Kindes das Bestmögliche rausholen kann. Um nochmal einen eigenen Eindruck vom Arbeits- und Sozialverhalten der Schülerin Alisa zu gewinnen, beobachtet die Schulpsychologin Christina Timm den Unterricht. Wenn ich in eine Unterrichtsbeobachtung gehe, bilde ich mir einen Gesamtüberblick über die Klasse und über das Kind im Einzelnen, warum ich da bin. Und dabei achte ich darauf, wie wird gearbeitet, wie wird mit Arbeitsanweisungen umgegangen, wie wird die Umgebung von den Kindern und dem einzelnen Kind genutzt. Durch Materialanordnungen oder wie sehr lassen sich Kinder auch ablenken. Das Muster sieht so aus wie hier auf dem Bild. Jetzt bau du auch mal mit deinen Würfeln ein Muster, das so aussieht wie auf dem Bild. Versuch das so schnell wie möglich zu machen. Eine psychologische Diagnostik kann bei auffälligen Kindern zusätzlich hilfreich sein. So wie bei dem 10-jährigen Theo. Die Schulpsychologin Nathalie Waschke versucht bei ihm anhand von standardisierten Testverfahren herauszufinden, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Bei einer Diagnostik ist es eben nicht nur wichtig, wie ein Kind in den Leistungsaufgaben abschneidet, sondern auch, wie eben das Verhalten ist während der Testsituation. Das heißt, die Verhaltensbeobachtung ist fast genauso wichtig wie die Testergebnisse, eben dieser Bereich, wie geht ein Kind mit den Aufgaben um, wie ist es im Kontakt, lässt es sich schnell frustrieren, wie geht es dann damit um, wenn es sich frustrieren lässt, weil das eben auch Hinweise geben kann auf Schwierigkeiten im Unterricht. Nein. Danke. Ich krieg's nicht hin. Es gibt beispielsweise Kinder, die sich schwierige Aufgaben nicht zutrauen und dann zum Beispiel sagen, ich kann das nicht und eigentlich aber auf dem Leistungsniveau her sehr gut sind. Und das würde für den Schulalltag andere Lösungsansätze erfordern, als wenn das Kind überfordert wäre. Dann würde zum Beispiel eher darum gehen, das Kind in der Selbstwirksamkeit und im Selbstkonzept zu stärken, dass es eben sich traut, an schwierige Aufgaben ranzugehen. Ich überlege ja schon längere Zeit, ob ich doch noch mal mich verändere. Für eine Entscheidung sucht die Konrektorin Angelika Kaiser Unterstützung bei ihrer Supervisorin Dorothee Graf. Angelika Kaiser hat ein Angebot zur Schulleiterin für eine Montessori-Schule bekommen. In der Supervision versucht Dorothee Graf, gemeinsam mit der Konrektorin Antworten und Lösungen für die berufliche Fragestellung zu erarbeiten. Dafür nutzt Frau Graf kreative Medien und verschiedene Methoden. Ja, es ist schon ein bisschen Angst auch. Viel wichtiger als Methoden, glaube ich, ist die innere Haltung, die man mitbringt als Supervisorin oder Supervisor.
Weil ich gehe mal davon aus, dass der andere schon weiß eigentlich, wo es hingehen soll oder auch was eine Lösung ist. Und da begleite ich eher oder versuche, das herauszuarbeiten mit dem Supervisanten. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass ich nichts vorgebe und sage, was richtig, was falsch ist, sondern eben davon ausgehe, irgendwo ist es versteckt, es ist schon da, alles eigentlich, nur man sieht es gerade nicht. Ich finde es sehr hilfreich, dass man nochmal eine andere Perspektive zu der Situation bekommt, dass man so von oben herab nochmal sehen kann, Pro und Contra, und auch ein Gefühl entwickeln kann, welche Richtung gehe ich wirklich. Und ist das nur das Gefühl, ich bleibe lieber bei dem, was ich gut kenne, oder was interessiert mich? Und ein Außenstehender kann das einfach nochmal ein bisschen besser fokussieren. Lehrkräfte aus dem Kreis Borken nehmen an einer Beratungslehrerfortbildung von den Schulpsychologen Michael Siller und Sascha Borchers teil. Insgesamt dann 20 Tagen, verteilt über ein Jahr. Die Pädagogen lernen hier verschiedene Methoden der Kommunikation, wie zum Beispiel den kontrollierten Dialog, aber auch andere Kommunikationsmodelle, die sie dann in Rollenspielen üben. Man ist als Beratungslehrer mit vielen Situationen erstmal konfrontiert und muss überlegen, wie reagiere ich da angemessen. Und sowohl Herr Siller als auch Herr Borchers geben uns gute Hinweise, wie wir strategisch so ein Gespräch angehen können, ohne dass man Probleme noch einmal wälzt, sondern dass man direkt zum Ziel hinarbeitet. Das ist natürlich auch eine Kompetenz, die man haben muss in diesen Beratungsgesprächen, damit man sich nicht irgendwie verwickelt in Widersprüchen und auch den Beratenden nicht eine Gelegenheit gibt, auszuholen, dass man also wirklich zielführend solche Gespräche führt und nicht problemorientiert. Und das schätze ich sehr an dieser Fortbildung. Da merke ich schon in den ersten Beratungsgesprächen, die ich seitdem geführt habe, dass da meine Antennen ein bisschen sensibler sind als vorher. Deutsche Lehrkräfte scheitern eigentlich nie in Bezug auf ihr Fachwissen. Da sind sie die bestausgebildetsten Lehrer, wahrscheinlich sogar weltweit. Wenn es Schwierigkeiten gibt, gibt es Schwierigkeiten auf Beziehungsebene. Das heißt, die Inhalte, die wir vermitteln, sind im Wesentlichen Inhalte, die in Richtung Kommunikationsfähigkeit, Beratungskompetenz, zuhören können, Beziehungen gestalten, Konflikte moderieren und schlichten. Das sind unsere Themen. Fortbildungen sind für Lehrer wichtig, genauso wie sie eigentlich für jede Berufsgruppe wichtig sind. Die Welt ändert sich, auch im Schulsystem gibt es viele neue Themen. Da fallen mir ein das Thema Inklusion, das Thema Umgang mit geflüchteten Schülerinnen und Schülern, neue Erkenntnisse zu solchen zu herausforderndem Verhalten, wie vielleicht Schüler, die ADHS haben, Schüler, die Lernstörungen haben. Und da up-to-date zu bleiben, ist, denke ich, eine wichtige Voraussetzung für das ganze System Schule. Und die am meisten damit beschäftigt sind, das sind eben Lehrer.